Ach, die Strecke generell. Ich finde... Sound resumed. Microphone muted. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer... Microphone activated. Hallo YouTube. Abend. Schattenmangel, Jagd auf Banditen in der Hölle. Hat er Hölle oder wollte er Höhle schreiben? Der Höhle. Da drüben stehen sie hoch, ja. Sollen sie noch machen. Jo. Ich wüsste aber nicht, dass gerade irgendwie... Warte mal, wir gehen mal einfach mal stumpf links lang. Meinst du? Ja. Es ist 0.10 Uhr. Gut zu wissen. Ich sehe hier keinen. Slash clear. Ja, habe ich mir nämlich gestern die Erlaubnis geholt von Rob. Den Passierschein A38. Echt? Ja, es war ein blaues Formular bestimmt. Den Passierschein. Mit Sicherheit. Passierschein A38, da ist er sogar extra noch mit mir ins Lager. Ich war hier unten, hab gefragt, /LMS. DMS/clear. So. War ich hier unten, hab Panther gefragt. Sagt, da geht's Rob. Dann hab ich Rob im ganzen Lager gesucht, wie ich ihn dann gefunden habe. Und hab ihm das so erklärt. Ne? Ich sag, ich werde vielleicht irgendwann zum Banditen aufgenommen. Aber dennoch weiterhin hier zwischen dem neuen Lager und dem alten Lager Handel treiben, so wie ich es bis jetzt tue. Ne? Also hat er mich gefragt, was ich mache. Ich sage, ne? ich gehe regelmäßig mit einem Lagerjäger Kumo jagen. Ab und zu auch mal mit Marlo. Dann habe ich gesagt, dass ich in der Taverne Regenhandel treibe mit Außenweltware, für unsere Taverne halt eben. Hin und her und ja. Na, ich gesagt, ich würde den Handel natürlich auch gerne noch ausweiten, eventuell mal eine Waffe oder einen Bogen oder irgendwas, weißt du? Und ja, und dann hat er gefragt, wo Twist ist. Ist er zu Hause? Ja, dann lass uns da hingehen. Ich sag, ja gut. Und dann sind wir zusammen rübergelaufen. Dann hat er sich das von Twist bestätigen lassen, dass ich nicht eine Scheiße erzähle. Und Twist musste für mich bürgen, dass ich keinen Mist mache. Und dann war das gut. Dann passt das doch. Ja. Das heißt, ich kann jetzt Bandit werden und kann dann trotzdem noch rein. Ich habe halt eben auch gleich zu ihm gesagt, ich sage schon mal, um deeskalieren zu wirken, wenn ich dann als Bandit ins Lager komme, werde ich immer eine Arbeiterkleidung oder irgendwas anhaben. Muss ich mir dann halt eben kaufen, wenn ich nicht mehr in der Taverne arbeite zum Beispiel. Ne? Und dann werde ich immer eine Arbeiterkleidung anhaben, dass mich erstens kein Neuer fragt, was ich bin und wo ich herkomme. Und dass halt eben kein Twist entsteht, weil ich halt eben als Bandit im Lager bin, fertig. Das hat ihn auch sehr gefreut. Siehst du, oh, er denkt mit, weißt du? War etwas angetan. Ja. Achso. Ich habe es geklärt. Ja, da war er. Da hatte die Nacht noch mitten in der Konversation noch ein Timeout gehabt. Kam dann gestern Abend nicht mehr. Heute kam er online, wo ich zufällig noch in der Küche stand, habe ich ihn gesehen. Und dann habe ich so gemeint, wollen wir das RP schnell zu Ende machen? Sagte, wo waren wir denn? Ich sage, Twist hat das und das gesagt. Ja, dann sind wir ja fertig. Ich sage, ja. Ja, dann bring mich noch runter und dann ist gut. Das war irgendwann um 1 dann gestern Abend, wo er dann seine Verbindung verloren hat. Na, ist auch blödbeschissen. Jagen. Ja, aber genau in dem Moment, wo Twist das geschrieben hat, das hat er wahrscheinlich noch gelesen und dann war er weg, weißt du? Nehme ich an. Okay. Also da ging's noch. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ein großer Stein aus dem Weg geräumt. Weil ich glaube, das wäre als Bandit nicht ganz so einfach gewesen. Das ist immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn dann die Garde wieder ein bisschen hoch eskaliert und so. Ja. Dann kann das schnell ein bisschen umschwenken, dass wir dann auf einmal wieder Feinde sind und so. Ja, so und so habe ich es mir als Nicht-Bandit geholt und habe schon gesagt, dass ich Bandit werde. Das habe ich ihm direkt gesagt. Ist kein Problem für ihn, solange ich keinen Ärger mache. Toll. Hätte ich dir natürlich sagen können, dass das offen ist, ne?
Weil ich kam nämlich hier im Ingame gestern hier vorbei. Da war. Naja. Oh je. Mal gucken, ob jemand die Wölfe schon weggefarmt hat, ja. Ey, heute Mittag war es ganz. Ganz gruselig, da hatte ich echt Angst. Ich bin durch den Rübenwald gegangen. Und alle Zwiebeln, alle Rüben, alle Äste standen, aber die Tiere waren weg. Oh. Aber komplett. Mal gucken. Keine Fliegen, keine Monorats, keine Wölfe, keine Skevies, alles weg. Na gut, wenn ich jagen gehe, dann versuche ich eigentlich bloß die Wölfe zu nehmen und halt die Fliegen, wenn sie halt gerade in der Nähe sind. Ja. Ne, das war, wie gesagt, das war heute Nachmittag um 1 war das. Ich weiß nicht, wo online war. Ich hab da nicht drauf geachtet. Die Rüben sind nochmal da, also dort sehe ich schon eine oben. Ja, ich auch. Schauen wir mal. Kuma hat auch mit dem Sumpf mal geredet, also da kann er auch gefahrlos im Ostwald jagen, obwohl sich das dann ein bisschen schwieriger gestaltet. Ja. Hinter uns läuft einer. Nee, da waren das deine Schritte. Machen wir ja keine Angst. Ja, das hat sich jetzt eben so angehört. Das sieht ein bisschen leer aus hier. Sieht ein bisschen sehr leer aus. Haben sie die Tiere weggenommen? Also ich weiß nichts darüber. Kann natürlich auch sein, dass wieder jemand hier einfach zu oft die weggefarmt hat und dass sie dann gesagt haben, naja, dann sind die halt erstmal kurz ein bisschen tot. Weg, alle. Du bist schon weiter drin, wa? Ja. Und? Ich stehe nicht hinter dir. Nicht? Nee, noch nicht. Aber gleich. Boah, jetzt müssen wir die scheiß Rüben mitnehmen. Taverne, du weißt es. So. Ey, was? So. Wie gesagt, das war heute Mittag schon so. Vielleicht haben sie die wirklich rausgenommen. Weil sie sagen, alles klar, hier wird die ganze Zeit gejagt und gewildert am Ende noch. Das glaube ich nämlich schon bald. Das wäre natürlich sehr bescheiden. Da müsste ich mich wieder weiter in den Ostwald reinwagen. Ja gut, ich meine, das Problem ist halt, da sind dann halt auch 4 Wölfe auf einen Haufen, ne? Ist an sich eigentlich kein Problem, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob, wenn ich da meine ganz guten Sachen mitnehme, meine ganz guten Bögen, ob ich die Bande da nicht trotzdem mal ausnimmt. Weil wie gesagt, das ist ja schon ein bisschen was wert. Ist echt kein Tier hier. Ah doch, was sind wir, Scavies? So war das heute Mittag auch. Hier drüben rechts beim Lagerfeuer, 2 Scavenger. Und das war's dann. Sonst nichts. War bis dahin wieder mal ein Serverdown gewesen, weißt du da was? Ja, vorhin war der Server weg. Das ist nicht gut. Sagen wir mal 2,5 Stunden. Weil ihr nämlich nach dem Server down, weil die ganzen Tiere kommen nämlich da wieder. Ja, also vor 2,5 Stunden ungefähr war der Server weg. War Serverabsturz. Ich habe mich nämlich hier durchgemogelt und habe hier zugesehen, dass ich hier wieder rauskomme, weil ich eigentlich dachte, dass die Viecher gleich respawnen, so, weißt du? Na, die müssen eigentlich dann direkt wiederkommen, also wenn der Server wieder hochfährt, müssen die ganzen Tiere wieder da sein. Ja, dann haben sie die hier runtergenommen. Oder es hat sie halt wirklich eine schon gejagt. Glaube ich aber nicht. Naja, ich traue es schon vielen zu hier. Direkt das nochmal nutzen. Ah, der Server ist wieder down gewesen. Komm, wir gehen nochmal schnell die Wölfe farmen hier. Schnell Fälle abgreifen. Da gibt es schon ein paar Spezialisten hier. Ich will jetzt keine Namen nennen. Oh. Das ist halt das, ne? Das wäre sehr bescheiden, wenn die echt die Tiere jetzt weggenommen hätten hier. Weil
Weil ich war jetzt die ganze Woche lang kein einziges Mal jagen. Und ich bin ja eigentlich der Einzige, der... Na gut, Marlo kann auch Wolfsfälle ziehen, aber sonst kann die keiner nehmen. Aus den alten zumindest. Aus den neuen glaube ich auch nicht. Ach, aus den neuen gar nicht. Und die freien Jäger, das wäre ja echt bloß Tandriel, glaube ich, da die kann. Der war, glaube ich, die Woche vielleicht einmal jagen oder so, ja. Oder waren sie, glaube ich, nicht, also, hier. Das ist eigentlich sehr, sehr seltsam. Höchstens dann halt nur OOC umgeballert, ne? Also gewildert so gesehen. Ja. Also wir sind sonst immer hier rüber gelaufen, über die Brücke da unten beim Kloster. Und dann da ist aber ein Rudel, da ist ein Viererrudel, also das sind drei normale Wölfe und ein Schwarzer, das wird ein bisschen enge beim Armeebogen. Wie viel kosten da eigentlich? Der? Ja. Das ist, man kann da keinen Festpreis sagen, weil denn nur der Innenbogen aus dem neuen herstellen kann noch und der ist immer ein bisschen speziell. Also so gesehen habe ich keinen Nachschub dafür. Ah, Nereus. Genau. Und da ist der so halb inaktiv, ne? Naja, halb kann man jetzt nicht sagen. Ja. Naja, Swiss ist, glaube ich, soweit mit dem Heckenbogen fast durch. Also es fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber er ist dran. Das ist schon mal gut. Aber ist halt auch so eine Sache, weil Burgner, das dauert halt auch ein... Hi Pflanze, hallo. Ich bin Sammler, Kräutersammler fürs Lazarett. Ich brauch das Zeug, ich verdiene damit Erz, Mann. Und nicht wenig. Okay, du warst das schon. Bares Erri-Wert. Ich freue mich ja schon drauf, wenn ich mal Bandit bin und dann meine Ausbildung anfangen kann, den ganzen Tag im Wald. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da vorne noch eine. Das hast du jetzt nur aus Du gemacht. Oh, davon ist noch eine Heilpflanze. Aber das kannst du mal sehen, ne? Ich erkenne die schon von Weitem. Ich erkenne die auch schon von Weitem. Wo ich noch so mit Arbeiterteilung rumgerannt bin, war es bei mir auch nie anders. Naja, ich nehme ja, wie gesagt, ich lasse die Eichenblätter und Seraphis lasse ich ja liegen. Ich nehme dann wirklich nur Heilpflanzen mit, ne? Ich habe damals immer bloß die Eichenblätter für die Taverne und so immer mitgenommen. Ja. So Seraphis oder so, das habe ich immer liegen gelassen. Und auch die Heilpflanzen. Naja, sonst würde ich ja Seraphis auch mitnehmen, weil die werden ja auch angekauft. Wird ja auch Seraphis-Tinktur draus gemacht, aber ich habe schon so viel geliefert in der letzten Zeit, dass Rune nicht hinterhergucken und nachproduzieren. Und da braucht er erstmal keine. Also hat er zu mir gesagt, Seraphis und Feldknöderich brauche ich erstmal nicht sammeln, weißt du? Also muss ich das. Okay. Und Eichenblätter hat die Taverne erstmal noch genug, wenn da wieder ein Engpass ist, ziehe ich mal los. Hier haben wir ja schon ein paar Tiere. Wallrat, eine Blutfliege und ein Wölfchen. Und ein Scavenger hinten rechts in der Ecke. Genau. Lass mal gucken, so. Was, jetzt kommt die Blutfliege raus? Das war meiner. Denkst du, ne? Ich hab in dem Moment, wo ich geschossen habe, hat der Pfeil getroffen, hat man gehört und das Vieh ist umgefallen. Wahrscheinlich deine auch, nehme ich an. Wenn die Blutfliege kommt, dann. Okay. Hab einen Wolf einzeln, ja, das ist nicht gut. Das Scheißvieh, Mann. Jetzt hab ich's. Das greift dich instant an. Hilfe. Sah gut. Das hat nicht immer so wie sonst. Das hat dich instant angegriffen. Na, ja. Stirb ich jetzt nicht unbedingt. Die machen etwas Grundschaden bei mir. Nee, aber... Hilfe. Ah, Scavies. Da hinten ist ja kein Wolf mehr drin, ne? Wenn, dann vielleicht weiter hinten, dass er sich bloß ein bisschen abgespalten hat von selber Rudel. Aber vier weiter rein, das ist immer so eine Sache, dann muss man mal gucken, weil die Läufer ja auch unterwegs sind. Oh, wir haben den Tag eingejagt, ne? Wollte ich eigentlich aufnehmen, aber ich musste genau in dem Moment Essen machen.
Die ganze Bande war dabei, mit Deron zusammen. Jawohl. Mit Deron zusammen mit Schattenläufer gejagt, fürs Horn und Fell. Das Fell, hat er gesagt, das Fell habt ihr ja meisterlich zermatscht. Das ist scheiße. Aber Sehne und Horn gab's wohl noch und Zähne, glaube ich, oder Krallen oder was das ist. Naja, schön mit Deron jagen gegangen. 3000 Erz kriegst du erstmal als dafür, dass du überhaupt mitgehst und 1000 Erz für die Trophäen, weißt du? Der Kerl, Alter. So übel, ey. Muss im Erz schwimmen, Mann. Na, ja, wenn man es halt kann, ne? Ja. Kann man es auch verlangen. Richtig. Ich glaube, er ist der Einzige, der alles kann, oder? Naja, die ganzen NPCs, das hat ja, jedes Lager hat ja so einen. Ist ja bei uns Fahrrad und im Sumpf irgend so ein Gorterius oder wie der heißt. Mhm. Doch, es gibt halt in jedem Lager so einen Jäger-NPC, Schmied-NPC und es ist ein Voll und das Feld ist was geworden. Jawoll. Siehst du? Fanny, wo du stehst? Du stehst bei mir viel weiter hinterm Wolf, ne? Ne, ich stehe direkt davor. Echt? Bei mir ist der Wolf hier. Soll ich dir das Erz gleich geben, oder? Kannst du mir das dann geben? Müssen wir uns merken. Achso, ich hab's ja hier im Inventar. Ich habe ja sonst keins weiter. Na, wenigstens ist ein Feld schon mal was geworden. Jupp. Bin mal gespannt, wenn es dann die Lumpenhosen gibt. Da kann ich auch mal diese zerrissenen Fälle dann veräußern. Lumpenhosen? Soll es dann welche geben, oder? Ja. Sind die schon eingebaut? Nee. Ich glaube, die kommen erst mit dem nächsten Update dann. Ich habe auch gehört, dass mein Jägerlager mit drin sein soll beim nächsten Update. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Krallen sind abgebrochen. Und der gute Helm und Schild wieder im Fokus. Beobachtet die ein schwarzer Wolf ist angerannt. Siehst du? Ja, ich hab ihn gesehen. Das ist sehr gut. Der rennt da hinten in die Kuhle rein. Oh nö, oder? Der steht da hinten. Bei dem. Ich sehe nicht, glaube. Wo die Schräge aufhört, wo der Baum steht, da steht er drin. Also werden wir wohl den Skevy auch legen müssen. Ich stehe mal kurz nach unten. Wenn du hier rumläufst, hier kannst du rumlaufen. Wir können ja auch von oben machen. Ja, dass er hier hinterläuft. Ich war aber froh, dass er jetzt nicht in meine Richtung gerannt kam, ne? Das glaubst du aber. Naja, die gehen selten dann raus, die bleiben eigentlich dann meistens. Ah, hier oben ist auch noch ein Wölfchen. Wo? Hier oben bei dem Skevy. Ah, hier steht er ja schon, der Gute. Sind das nicht sogar zwei Wölfe? Ne, ist nur einer. Mal gucken, ob ich den hier von hier oben sehe. Ah, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, das sollte passen. Ich glaube, da kommt aber der andere auch mit angerannt, hier der rechte. Mal gucken. Ich komm hier nicht hoch, Mann. So, jetzt. So, pass auf, warte. Du guckst, ich ziel hier auf den rechten, ja. Falls der angerannt kommt, ist mal bitte noch. Schießen. So. Hast du den schon gepult? Oh, ist ganz knapp, scheiße. Das ist genau dieser Bereich, wo ich nicht drüber komme. Mann, hey. Warte mal, da tun wir halt den legen, vielleicht kommt der andere dann angerannt. Links! Ja, komm doch. Sauber. Er ist ja noch rechts getötet und dann den links noch mitgemacht. So muss das. Ich glaube, du hast mich schon einmal getroffen, oder? Nee. Mm-mm.
Ich hatte dich einmal im Fokus, da habe ich aber weggedrückt und habe nochmal neu und habe den Wolf dann reingehauen. Mhm. Hast du das auch mit diesem anderen Fokus oder hast du das bloß, dass es dann so aufhält? Er ist an dir vorbeigelaufen. Und nee, ich meine, man kann ja noch im Menü einstellen, dass da noch so ein Kasten drumherum ist, dass man es besser sieht. Nee, das habe ich nicht. Bei mir wird der Fokus hell. Okay, weil also, das erkenne ich nicht immer zu 100%, weil früher hat es immer noch die Namen mit angezeigt oben drüber. Ja. Aber so, weil wenn da mehrere Viecher sind, da erkenne ich das so schneller. Bei mir ist es hell dann, das Tier. Und ich kann ja dann mit Q und E kann ich ja dann da durchswitchen. Aber dann geht er ja immer nicht nur einzeln. Da macht er ja immer gleich ganz schöne Sprünge dann, ne? Ja, genau. Und so ging's halt eben. So warst du rechts und der Wolf war links. Dann hab ich da einfach nur auf Q gedrückt, dass ich den Wolf hatte, dann hab ich geschossen. Das ging dann schon. Hätte ich jetzt aber auch nie gedacht, dass er da noch angerannt kommt. Ja, ich auch einen. Nicht. Ja. Wie viel brauchst du für einen normalen Wolf? Bei 3 hat er noch 10 AP. Okay. Also brauchst du ungefähr genauso viele Schüsse wie ich für so einen schwarzen. Das brauche ich auch 4, also hier. Wahrscheinlich. Drei. Ich habe jetzt hier nicht viel gezogen, es war nur ein kleines Stückchen, was ich gezogen habe. Es ist halt, ich habe 37 Decks, 34 Bogen und habe halt einen Fetzer. Ich glaube, wenn ich den Dings hätte, den Windbrecher, sähe das schon anders aus, weißt du? So, aber ich weiß nicht, wer einen hat. Ich habe keinen. Ich finde auch keinen. Ist es jetzt was geworden? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Swiss hat einen, aber der braucht seinen noch so lange, bis er. Ich weiß gar nicht, was er tragen will. Komposit, glaube ich. Ja. Zack. Ich suche halt eben noch einen Windbrecher. Theoretisch. Naja, du kannst so manche Bögen überspringen. Ja, das ist richtig, aber bei mir ist bei 40 erstmal Schluss. Solange ich nicht in der Gilde bin, weißt du? Okay. So. Na gut, ich hatte auch so um den Dreh. Ich glaube, ich konnte da, wo ich damals Anwärter war, konnte ich gerade so die Machete halten. Die hat ja auch 40 Anforderungen, glaube ich. Na, die ich habe, die alte Machete hat 35. Genau. Ich hatte halt die normale gehabt. So, wie gesagt, bei mir, ich würde den Windbrecher nehmen mit 37 Decks oder was das Ding braucht. Und dann würde ich den Armeebogen überspringen und den Nimroder dann nehmen bei 47 oder was das ist. Na gut, ich finde Nimroder aber relativ hässlich mittlerweile. Da würde ich dir lieber echt den Kompositbogen hier ans Herz legen. Dass der den Giga hat, ne? Genau. Ja gut, der ist ja dann bei 52. Ich muss ja dann halt eben gucken, dass wenn ich dann wirklich in die Leere gehe... Dann wartest du halt, bis du Bandit bist, dann kannst du dir ja dann holen. Ja, nee, mir geht's ja nur darum, dass ich ja auch, wenn ich dann in die Leere gehe, einen Bogen hab, der auch Schaden macht, weißt du? Ich bin jetzt mit dem Wolfsfetzer dann hier, da kannst du ja noch so viel Decks haben. Na gut, es kommt darauf an, auf was du dich spezialisieren willst. Also ich kann mit ich könnte auch mit meinem, wo ich hier mit dem Wolfsfetzer draußen rumgerannt bin, ging's auch noch mit Wölfen. Also ich gehe auf Sehne. Okay. Na gut, da hast du ja anfangs Scavies und dann Wölfe und dann Snapper. Snapper muss das alles, was dann hier Wölfe und Scavies sind, da kannst du sowieso nie alleine losgehen, weil dich das kaum lohnt dann. Ja, sowieso, wegen der Sehne, so ein Tier zu töten, das ist ja auch noch. Nee, ich gehe dann immer verbunden. Ich suche mir dann jemanden, der Fleisch und Felle nehmen kann. Dass das wenigstens. Genau. Oder wenigstens das Fell so bei dir, weißt du? Genau. Ich meine, wenn es halt gar nicht anders geht, so ein Scavenger, ja, gut. Weißt du, in der Not. Ja, da kurz ist, es gibt ja auch mehr als genug Scavies. Ja, genau, aber Wölfe halt eben nicht. Alles, was dann ans Fell dann schon dran geht, weil bei Scavies kriegst du nur Fleisch und Sehne. Genau. So, und da ist es bei einem Scavi nicht so schlimm, wenn du da alleine losziehst, das macht nichts. In Anführungsstrichen. So, aber beim Wolf ist das dann halt schon was anderes. Weil da geht halt wirklich viel verloren. Zähne, Krallen. Wobei ich das glaube ich auch lerne, weißt du. Aber Fell. So ein Fell ist halt schon wertvoll. Das stimmt. Hast du das Fell eigentlich? Nee, ist zerschnitten, das mit dem Schwarzen. Hast du jetzt ein zerschnittenes Fell im Inventar?
Ich habe mehrere zerschnittene Fälle im Inventar, das sind ungefähr vielleicht 15 Stück oder so. Oh lol. Ja gut, die können wir halt noch nicht verwerten, ne? Ja. Bin ich ja immer gespannt, wie viel ich dann für die krieg. Die Hälfte hätte ich dir, würde ich sagen. Weißt du? Weil je nachdem so wird dann auch der Preis dann für die Lumpenhosen dann werden. Ja. Vielleicht gibt's ja auch irgendwann mal dann eine Gildenrüstung aus dem. Eine zerschlissene, weißt du? Für einen, der sich halt eben nicht eine neue leisten kann, der nimmt halt erstmal eine alte. Das ging auch uns wieder, uns natürlich wieder zerschnitten. Dann haben wir gar nicht mal viele Möglichkeiten. Können wir echt bloß nochmal vorgucken? Weil das andere sind dann größere Rudel. Das ist oh, dann... hat mich Quinn erschrocken, Alter. Was ist da hinter dir oder was? Ja, Mann, der steht auf einmal hinter mir. Aber jetzt könnte man vielleicht das Wolfsrudel. Ganz versuchen. Mit Quinn geht's eigentlich schon ganz gut, ja. Ja. Der braucht bestimmt auch Fälle. Das braucht bestimmt jeder Fälle mittlerweile. Ach. Das wäre dann natürlich gut. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich. Kann der Fell nehmen? Das ist halt das, ne? Wenn du niemals alle tötest, ist das okay. Beide schönen Wölfe geformt. Jetzt müsste echt wieder mehr Rudel geben, ey. Ich wollte ja schon eine paar in den Minenwald wieder in diese Wolfshöhle zurück. Das wäre halt richtig schick, lassen, weil da waren also halt. Fangen uns und dort wieder. Ja. Dorthin auswildern. Es waren halt lange keine dort, ne? Das stimmt. Theoretischerweise wäre das gar nicht mal so schlecht. Wenn dort ein Rudel hin, drei Wölfe, ein Schwarzer. Na, da waren immer, ich glaube, zwei normale und zwei junge Wölfe. Ja, oder so. Das Problem ist halt eben, wenn dort junge Wölfe sind, ne? Kannst du die alten aber auch nicht töten. Eigentlich. Musst du warten, bis die Jungen ausgewachsen sind. Na gut, die wachsen ja nie aus, so gesehen, das sind ja... Ja, aber ich meine, du kannst denen ja nicht die, du kannst denen ja nicht die Mutter und den Vater wegnehmen. Mhm. So einen Einwolf zu jagen... Du kannst es ja nicht vermeiden, dadurch, dass wenn du anschießt, dann drückst du alle an. Ein aus vier ist halt schlecht. So, ich mach fix den Cut. Bis zur nächsten Folge. Aber ich hab ja die beste Verbindung hier. Wieso?
Oh ja. Ich mach fix einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.